Hallo, Hallöchen. Leider hat es nicht ganz so geklappt wie gedacht. Ich bin sogar auf der falschen Seite. Leider hat das Minimieren die Aufnahme beendet. Von daher da habe ich jetzt eine. Wow. Etwas zu kurz geratene Aufnahme. Das war strange. Aber das ist nicht weiter tragisch. Ich könnte da weitermachen. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, ich hätte den richtigen Aufzug nehmen müssen. Zwar docken wir da an, aber hier ist der Hebel. Der richtigen Seite gewesen und Käse. Ich würde ja sagen, ich springe einfach runter, aber das würde mich wahrscheinlich am Ende killen. Ich meine, bis zu einem gewissen Punkt gibt es natürlich den Aufprallschutz, aber danach. Tja. Guck mal, da prallt es noch ab. Da oben auch. Da sehen wir es dann schon nicht mehr. Yay, Classic. Halle der Verdammten. Ah, das sind Raketen, okay. Gut, den anderen Kram scheine ich nicht zu brauchen. Auch gut. Jump. Ich nehme mal an, welchen Lift wir tatsächlich hochfahren, ist egal. Hauptsache, wir fahren einen hoch. Lassen wir uns nicht von diesem Zug erfassen. Oder vielleicht doch. Vielleicht doch. Kann ich mich bewegen, wenn das nicht fährt? Nein, okay. Es ruckelt nur. Wow. Gut. Okay, das war krass. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit Agent-Energie. So, mir fehlt nur noch ein einziges Extra. Ich nehme mal an, den Raum habe ich jetzt erkundet. Das habe ich ja eh. Die Frage, wenn ich. Wo sind sie überhaupt? Grün, falsche Seite. Schön, natürlich. Ein Secret fehlt mir noch. Eine Elite-Wache fehlt mir noch. Hohoho. Das könnte tricky werden, die zu finden. Falls höher. Da unten ist noch was Weißes. Oh Gott. Das ist eine Rüstung. Das ist ein Aufladeteil. Nee. Eine. Also mir fehlt ja auch noch eine Rundprüfung, von daher. Von daher alles in Ordnung. Ja.
dass ich schon fast alle ja, cares. Da ich eben so rauf. Okay, und während der Fahrt kann ich anscheinend nicht auf diesen Kopf springen. Interessant. Und auf geht's. Zieh den Hebel. Ich muss mit derselben Bahn, oder ich will mit derselben Bahn wieder runter. Aus dem einfachen Grund. Das ist schneller. Von hier aus kann ich bis ganz nach oben schießen. Wunderbar. Wow. Schrotflinte, Schrotflinte und Raketen. Und noch einmal. Schrotflinte, dann einmal Schrotflinte, ist zu viel. Alles geklärt und... Tja, passend geschafft, ne? Nicht schlecht. Und jetzt ist es natürlich meine Aufgabe. Wahrscheinlich. Da aus dann. Na? So. Kurzes Zeitfenster. Tatsächlich. Gut, die anderen Ebenen sind jetzt mal uninteressant. Von denen kann ich nicht rüberhüpfen. Muss ich dann auf diese Arme. Ja, aus dann komme ich nicht weiter. Ah, da links, okay. Da ist die Ebene, über die ich rüber muss. Wenn mir da irgendwas auf den Kopf jodelt, gehe ich schnell mal hier rüber. Oh. Gut, dass ich da rausgegangen bin. Krasse Sache. So. Moment. Okay, das hätten wir geklärt. So, da drüben. Jo, jetzt weiß ich, wie es geht. Die Ebene zählt nicht, weil man da nicht theoretisch nicht drauf kann. Holy shit, das war knapp. Okay. Muss ich jetzt so wegsnipen? Mehr oder weniger und... Puh. Und von hier aus komme ich auf einen dieser Köpfe rauf. Natürlich alles schön grün markiert, wo man theoretisch hinspringen könnte. Okay. Surprise. Moment. Nope. Das war ein Double Kill. Okay. Ich würde die Jungs gerne irgendwie näher an zusammenbekommen. Das würde wahrscheinlich jetzt langsam. 11 von 30.
Hallo, mein Freund. Hey, noch ein Freund von mir. Rocked into pieces, würde ich doch mal sagen. Dann haben wir hier einen Raum. Oder eine Ebene, genauso wie hier. Auf die wir unbedingt... Oh, wir müssen nochmal raus und dann eventuell darüber. Da ist die Rune. Okay. Wieso ist das hier so nah? Scheiße, aber von hier aus. Nicht wieder zurückkomme? Ja, wahrscheinlich. Doch, ich komme noch zurück. Okay. Jetzt müsste ich gerne, würde ich gerne was testen oder gucken. Passt. Wow. Das war krass. So. Das kann ich natürlich nicht springen. Ebene weiter. Hier, das muss erreichbar sein. Oh yeah. Gut, du gehst nicht auf. Dafür kann ich von da aus. Ja gehen. Wow. Okay. Okay. Studieren wir die Karte. Vielleicht kommen wir von oben hin. Ist eine gute Möglichkeit. Wow. 11 Stück. Und nicht 3 Stück. 2. Double. Na, er lebt noch gut. Da oben. Scheiße. Dieses kleine Stück, das interessiert mich. Ich versuche jetzt mal von oben irgendwie rauszukommen. Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber Double Hits sind wieder möglich. Ja, zusammen. Wow.
Jonah dann vielleicht auch nicht. Du bist ein Suicide-Bomber, dich haben wir ja schon erlebt. Du bist ein Double und... Ihr seid ein Double. Und da hinten... Ah, schade. So, Züge sind hier. Achso. Geh mal weg, Zug. Ich will mal sehen, ob ich da durchkomme. Shit. Okay. Ich muss irgendwie... hier hochkommen. So, das funktioniert also schon mal nicht. Hier wäre der Gang frei. Habe ich da gerade gesehen, dass es da offen war? Oh ja. Oder? Ja. Wunderbar. Oh, knapp geworden. Doch gar nicht so. Schalte mit dem... mit der Kampfschrift über inklusive 10 Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Anzahl 10, Zeit 12, 3 Sekunden pro Kill mit explosiven Fässern. In der Theorie nicht schwer. Zombies stehen neben dem Fass, ich schieße auf Fass. Nicht auf die Zombies. Okay, ich sehe Fässer, eine Menge Fässer. Aha. Okay. Anlocken. Und ich habe was abbekommen. Nein, jetzt habe ich auch verlassen. Okay, nee, ist nicht schlimm. Ich könnte einstellen, dass Fässer mir keinen Schaden mehr zufügen bei meiner Rüstung. Wenn ich genug Punkte habe, das ist dann wiederum der nächste Punkt. Da ist die Wache, die ich noch brauche. Und ein Extra. Das wartet noch. Das ist ja das nächste Extra. Ist ja die Wache. Okay. Haben wir schon. Scannen. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf der Automap auf. Ich habe nur 2 Punkte. Gut, dann kriege ich jedes Mal auf maximal aufgefüllt. Gut, das Prinzip habe ich jetzt verstanden. Zombies in die Nähe der Fässer locken und sie dann in die Luft jagen. Am besten nicht in der Nähe sein, um nicht zu sterben. Und das war's auch schon. Theoretisch. Also keine Panik. Warten, bis die Kerle nah genug dran sind. Oh, Fehler. Nein. Dang it. Nein. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Vor allem, da muss man aufpassen. Mit der Anzahl der Fässer. Ich habe ja 12 Sekunden. Wie wäre es, wenn ich erstmal geradeaus trade? War das ein Double? Kann gut sein, ne? Oh, scheiße. Nein! Ich wollte neu starten. Träge Maus. Träge Reaktion vom Spiel. Sagen wir es mal so. Die Maus ist ja an sich nicht träge. Die ist einfach schnell. Es ist... wie soll ich sagen? Es ist tricky. Es ist ziemlich tricky und wahrscheinlich...